Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen Pina Colada on Fire und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Das Rezept habe ich bei lecker.de gefunden, ist eigentlich immer eine ganz coole Seite für Inspiration und neue Rezepte. Für den Pina Colada on Fire brauche ich eine Ananas, im Originalrezept stehen zwei Baby-Ananas, ich habe jetzt hier einfach eine normale genommen. Dann ein bisschen Öl, dann Minze oder ich habe hier jetzt Melisse, dann ein bisschen Rum, ich habe hier jetzt Strohrum genommen, dann Limettensaft und ein bisschen flüssigen Honig. Den habe ich schon ein bisschen warm gemacht in der Mikrowelle, wie man sehen kann. Und ganz zum Schluss kommt noch eine Kugel Kokosnusseis drauf. Das habe ich jetzt hier aber nicht stehen. Bevor ich mit der Ananas anfange, mache ich mir die Marinade fertig. Dafür gebe ich den Rum, den Zitronensaft und den Honig in eine Schüssel und verrühre das Ganze dann einfach, bis sie es gut vermischt hat. So sieht die Marinade dann aus. Die stelle ich jetzt aber nochmal zur Seite, weil die brauche ich erst ganz zum Schluss nochmal. So, dann nehme ich mir die Ananas, schäle die Ananas erstmal. Wenn ich die Ananas dann sauber runtergeschält habe, dann schneide ich mir so 1 bis 2 cm dicke Scheiben hier runter. Wenn ich das habe, dann nehme ich mir das Öl und einen Pinsel und pinsel die einzelnen Ananasscheiben von beiden Seiten mit Öl ein und gebe die dann so auf meinen vorgeheizten Grill. Einfach auf die Grillfläche legen. Und die lasse ich da so lange liegen, bis sie eine schöne Farbe haben. Ich will hier einfach nur erreichen, dass sie ein schönes Grillmuster haben und eine gute Farbe. Natürlich aufpassen, dass es nicht verbrennt, weil in der Ananas ist natürlich viel Fruchtzucker drin. So mache ich das jetzt mit allen. In der Zeit, wo die Ananas auf dem Grill ist, nehme ich mir die Melissenblätter und schneide die hier in feine Streifen und hake das dann nochmal durch. Gebe das dann wieder zurück in die Schale, schaue dann wieder nach den Ananasscheiben. Ich habe den Grill jetzt mal ganz kurz hochgedreht. So, bei den hinteren Scheiben habe ich schon gemerkt, die sind schon ein bisschen gar, ein bisschen weich geworden. Deswegen nehme ich die jetzt runter. So sehen meine gegrillten Ananasscheiben dann aus. Hier nehme ich mir jetzt jeweils zwei. Dann nehme ich die Rummarinade und gehe hier mit dem Rum ein bisschen drüber. Mache dann die zweite Scheibe noch drauf. Und hier kommt dann einfach eine Kugel Eis oben drauf. Und hier ganz oben drauf kommt dann einfach ein bisschen was von meiner Melisse. Und fertig ist der Pina Colada on Fire. Ich habe mir vorher auch überlegt, den Strunk rauszumachen, beziehungsweise man könnte auch fertige Ananas kaufen, wo der Strunk schon rausgemacht ist. Das glaube ich auch ganz okay, aber für mich passt das so. Man kann ja auch da drumherum essen, beziehungsweise man könnte auch den Strunk mitessen. Mag ich jetzt nicht so. Und dann dachte ich mir noch, man könnte das Ganze natürlich auch flambieren, wenn man ein bisschen Rum nimmt, irgendwie eine Pfanne oder irgendwas hat, irgendein Gefäß, den Rum reingibt und den dann anzündet. Das könnte zum Beispiel auf einer Feuerplatte oder so, glaube ich, ganz gut kommen und ist halt ein schöner Show-Effekt. Aber jetzt probiere ich mal, wie das Ganze schmeckt. Also ich kann sagen, es ist ein tolles Rezept. Die warme Ananas, die Minze und diese Rummarinade. Am Anfang habe ich gedacht, es ist vielleicht ein bisschen stark, weil ich auch den Strohrum drin habe mit 60%. Und wenn man nur die Marinade probiert, dann ist es auch schon... Ja, schon sehr kräftig, leicht rumlastig würde ich sagen, aber auf der Ananas und zusammen mit der Minze und dem Eis hat super harmoniert und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, hinterlasse gerne einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.